Guten Abend, ich grüße Sie. Gut, dass Sie dabei sind. Mineralöl, das kauft man ja wohl an der Tankstelle, aber nicht im Supermarkt. Denkt man, doch ohne es zu wissen, kaufen wir Mineralöl. Und wie sich jetzt herausstellt, ist das für unseren Körper sehr gefährlich. Ja, wo man heute überall aufpassen muss, das ist schon unglaublich. Mal ganz abgesehen, auch jetzt von Lebensmitteln zum Beispiel, lauern ja überall Fallen. Im Moment aktuell die sogenannte Wintergartenabzocke. Von so einem Wintergarten träumen ja viele, bei jedem Wetter quasi unter freiem Himmel sitzen, ein bisschen mehr Wohnfläche. Und es gibt auch sehr verlockende Angebote, die so einen Wintergarten wirklich erschwinglich machen sollen. Die allerdings können eine böse Falle sein. Ein Insider packt aus. Nutella, das ist ja schon fast ein Synonym für Nuss-Nougat-Creme. Ich meine, ja, das lohnt sich. Nutella schmeckt mir auch einfach besser, schmecke ich sogar blind raus. Die Frage ist nur, tatsächlich? Und was sagt der Preis über die Qualität aus? Stichwort Schimmelpilzgifte. Bei Nussprodukten ist das ein wichtiges Thema. Ist Nutella besser als die Konkurrenz, wie Nuspli zum Beispiel? Ja, alles in Maßen. Gilt auch hier. 20 Minuten Verspätung beim Zug oder beim Fliegen, das ist ärgerlich. 2 Stunden, die können dann schon echt zum Problem werden. Aber 2 Tage? Mit 2 Tagen Verspätung ankommen, aus dem Urlaub zum Beispiel, das ist der totale Horror. Zumal, wenn man vorher noch so einen Albtraum erlebt, wie 2 Marktcheck-Zuschauer aus Durmersheim bei Karlsruhe, an Bord einer defekten Maschine. Da müsste sich die Fluggesellschaft eigentlich in den Staub schmeißen. Tut sie aber nicht. Deshalb mischt sich jetzt mein Kollege Axel Sonneborn ein. Genau, oder mit Hilfe von Axel Sonneborn. Vielleicht müssen Sie die ja auch mal in Anspruch nehmen, weil Sie irgendwo einfach nicht zu Ihrem Recht kommen. Dann melden Sie sich sehr gerne bei uns über unsere Webseite oder gerne auch über Facebook. Schönen guten Abend, Frau Sternberger-Frei. Schön. Die Bausparverträge gekündigt werden. Warum wollen die Bausparkassen ihre Kunden denn so unbedingt loswerden? Naja, nicht. Also die Bausparkassen wollen viele Kunden lieber heute als morgen offenbar loswerden und lassen sich dazu dann auch allerlei Tricks einfallen. Das kann ich sehr gut verstehen, muss ich sagen, Frau Sternberger-Frei. Was meinen Sie, kommt die Bank mit diesem Trick durch? Tja, als Bausparer inzwischen fast das Gefühl, man tut was Illegales, nur weil man den Vertrag voll anspart. Ja, das stimmt. Die Bausparkassen tun im Moment so, als würde man so einen Vertrag nur abgeschlossen haben. Also hier wurde Sparen belohnt, wenn die jetzt was anderes... Was Sie selber angepriesen haben. Aber dann gehen wir es doch mal durch. Welche Verträge dürfen denn eindeutig nicht und niemals gekündigt werden von der Bausparkasse? Dann darf sie nicht kündigen. Da habe ich ja immer noch Anspruch auf das Darlehen. Mhm. Und wann darf sie eindeutig kündigen? Was ist mit dieser Phase dazwischen? Also ich habe so quasi den Sparanteil geschafft, aber noch nicht voll angespart sozusagen, also noch nicht überspart in diesem Zwischenbereich. Auch hier gilt, die letzte Entscheidung ist noch nicht getroffen. Erstinstanzliche Urteile sind sehr unterschiedlich. Sollte man sich als Verbraucher, wenn einem gekündigt wird, wenn einem der Bausparvertrag gekündigt wird, definitiv nicht einschüchtern lassen? Es gibt manchmal Formulierungen, da ist es eher zulässig und bei anderen wieder nicht. Okay. Man muss ja sagen, jetzt noch einen Bausparvertrag, also rein zum Sparen abzuschließen, das lohnt sich bei den niedrigen Zinsen momentan nicht mehr. Aber es gibt durchaus auch heute noch sinnvolle Bausparverträge. Riester zum Beispiel kann immer noch lukrativ sein, wenn man richtig beraten wird. Machen wir mal den Test. Hoppla, da ist aber noch Luft nach oben, würde ich sagen. Keine durchgehend gute Beratung im Sinne des Kunden. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Frau Sternberger-Frei? Ja, leider, das ist oft so. Kümmern wir uns mal um unser Geld, wenn wir schon die Einzigen sind. Aber grundsätzlich kann so ein Riester-Bausparvertrag auch heute noch sinnvoll sein, sagen Sie. Also wenn ich nur sparen will, nein, dafür sind die Zinsen zu niedrig. Aber wenn ich das Eigenheim als Altersvorsorge haben will und die Förderung mitnehmen will, dann kann es sich lohnen. Dann noch mal überprüfen lassen bei der Verbraucher. Das sollte des Bausparvertrags sehr sinnvoll sein könnte. Viele bauen ja im Moment auch. Vorausdarlehen, dafür zahle ich nur die Zinsen. Parallel muss ich aber einen Bausparvertrag ansparen, mit dem nur dann kann ich vergleichen. Und da sollte man auch noch mal ein bisschen nachprüfen lassen. Wir machen mal ein bisschen getrickst. Okay, also die Kombiverträge können sinnvoll sein, wenn man bauen will. Wie ist es, wenn man nur sanieren oder modernisieren möchte, bietet sich auch da eventuell ein Bausparvertrag an? Lohnt sich vor allem, wenn die Summe nicht zu groß ist, so bis 40.000 Euro, 40.000, 50.000 Euro Bausparsumme. Und ganz besonders, weil Verträge können sich auch heute noch lohnen. Dankeschön, Frau Sternberger-Frei, für diese. Wann lohnt sich Bausparen noch? Und was kann ich tun, wenn meine Bausparkasse mir kündigt, obwohl ich das gar nicht will? Dazu haben wir Tipps.
So, und jetzt auch zu einem Klassiker. Kleckern beim Einschenken. Das passiert ja ständig bei so manchen. Auch sehr einfache Lösung für uns parat. Und ich kann Ihnen verraten, so ist es auch in diesem Fall. Sie werden es nicht glauben. Unfassbar, oder? Und noch kurz ein anderes Thema. Altkleidersammlungen. Da tut man was Gutes, wenn man seine Klamotten da reinwirft. Das denkt man. Doch was wirklich dahinter steckt, das ahnen die wenigsten. Marktcheck deckt auf. Jetzt hier im SWR Fernsehen. Und ich sage tschüss, bis nächsten Dienstag, 20:15 Uhr. Schönen Abend noch.